Hier, sofort. Blöderweise kommt der Gegner also auch von hier. Gut, wohin? Ja. Ich hab's erwischt. Sofort. Holt euch die Schweine! Schnell. Was jetzt? Tod den Iskas, keine Rast. Ja. Seht ihr das hier? Seht ihr das? Wo sind die Gegner? Der ist automatisch aus dem Kampf geflohen. Wie ihr gesehen habt, habe ich das nicht angeklickt. Es gibt einen Zuschauer unter euch, der diesen Punkt nicht ganz verstehen wollte und jetzt hat er es hoffentlich verstanden. Die fliehen halt automatisch aus dem Kampf. Das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein großer Nachteil sein. Denn die kann man zwar dann noch hin und her schicken, aber soweit ich weiß, kann man sie nicht mehr, kann man denen nicht mehr einen Angriffsbefehl geben, solange sie halt unter ein Viertel ihrer Lebenspunkte sind. Das heißt, ab da werden diese Einheiten nutzlos. Und ein leichtes Opfer. Denn wenn der Großteil eurer Armee plötzlich unter ein Viertel ist, dann kämpft diese Armee einfach nicht mehr. Und das ist schade. Ja. Aber die Orks haben ja zum Glück, und das ist ein Vorteil, Einheiten, die nur dazu da sind, um sie zu buffen. Verbesserung ist fertig. Und das sind eben der Hornbläser und der Trommler. Und wenn man die in der Armee hat, da kann man eine Ork-Armee natürlich massiv boosten. Ne? Das ist mir auch bewusst, dass man das kann. Aber grundsätzlich ist erstmal diese Tatsache, bei ein Viertel ihres Lebens fliehen sie automatisch aus dem Kampf. Und das macht keine andere Rasse. Wenn ich Menschen spiele und Menschen in den Tod schicke, dann kämpfen die bis zum Letzten. Genauso ist es bei Elfen, Zwergen, Dunkelelfen und Trollen. Natürlich kann ich die Einheiten manuell aus dem Kampf rausziehen. Das funktioniert bei allen Rassen. Das macht die KI beispielsweise auch. Aber bei den Orks ist es automatisch und ich werde nicht gefragt, ob ich das will. Und sie ignorieren dann halt, wie gesagt, Angriffsbefehle. Wir bauen erstmal zwei Trommler. So. Auf mein Zeichen. Ah ja, der Schwertträger wurde mittlerweile wieder geheilt. Ein bisschen zumindest. Bereit. Ansonsten haben wir auch nichts verloren. Sehr nice. So, dann haben wir hier noch Kämpfer, wo wir gleich welche bauen wollen, aber erstmal würde ich gerne... Warte mal, sind da... Nee, komisch. Dann habe ich einfach nur nicht genug Arbeiter gebaut. Ich dachte nämlich gerade, da sind drei gestorben, weil ich nur 37 hatte. So, kümmern wir uns als nächstes mal um die... Oh, dunkle Schmiede kostet 300, da sind wir aber gleich dran. Blutheiligtum brauchen wir auch noch. Sonst können wir die Brander nicht bauen. Und die Brander sind eine sehr, sehr starke magische Einheit. Warum? Die können einen... Also so haben die nur den Feuerschlag. Der Feuerschlag ist auch schon cool, aber ist natürlich nicht der krasseste Zauber. Aber aufgerüstet hat er die Feuerwelle. Also einer der Zauber, die man unbedingt haben will, wenn man Elementarmagie ausgewählt hat als Avatar. Die Trommler sollten, by the way, mal aus dem Kampf raus. So, der flieht. Würde er angreifen? Würde er angreifen? Das ist die Frage. Warte mal, würde er angreifen? Ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Greif ihn an. Greif ihn an. Okay, offensichtlich würde er doch angreifen. Wobei wir es nicht gesehen haben. Er ist halt in die Richtung gegangen, aber würde er ihn wirklich angreifen? Das ist nochmal die andere Frage, das können wir gleich nochmal prüfen. Aber was wir gesehen haben, ist wie gesagt auch wieder, also selbst die Wildkeile, obwohl sie keine Orks sind, aber sie gehören halt zur Rasse der Orks hier, die man spielen kann. Selbst die fliehen dann aus dem Kampf. Da kommt noch mehr. Ja, folgt mir. Auf meinen Befehl. Also diese ganze
Stärke, die sie eben gegen die Gegner hatten, die richten sie jetzt gegen mich. Was ja auch logisch ist, denn irgendwo müssen sie ja mit ihren Aggressionen offensichtlich hin. Bereit. Folgt mir. Aber wir werden sie natürlich nicht gewähren lassen. Mich hat's erwischt. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Das ist ein verfluchter Überfall. So, da flieht der Wildkeiler. Okay, er würde angreifen. Okay. Sie ignorieren also keine Angriffsbefehle. Sie fliehen aber erstmal automatisch aus dem Kampf. Das heißt, wenn man mit einer Ork-Armee kämpft, dann muss man sowieso noch aufmerksamer sein als ohnehin. Weil man muss halt sofort mit seinen Units, die dann aus dem Kampf fliehen, irgendetwas machen. Man muss die ja entweder dann in Sicherheit bringen oder in den Kampf zurückschicken. Hier, sofort. Und wenn man das halt wirklich nicht so ein bisschen unter Kontrolle hat, dann hat man ein Problem. Die kommen jetzt auch nach oben, ne? Okay, sie kommen also von... Ne, die gehen da lang. Irgendwie verstehe ich den Gegner nicht. Auf meinen Befehl. Irgendwie verstehe ich ihn wirklich nicht. Ja. Ich weiß nicht, was der will. Ich finde das merkwürdig. Ja, schon gut. So, wir brauchen noch ein paar davon. Ja, keine Last. Und was wir dringend machen sollten, ist ein Jagdhaus. Das wird nochmal so ein bisschen unsere Nahrungsmittelproduktion verschnellern und das ist auch dringend notwendig. Ist was? Da oben ist, glaube ich, da ist nichts mehr. Okay. Dann nehmen wir jetzt die und bauen hier. Dorthin also. Nochmal eine neue Holzfällerhütte. Ja. Das ist halt auch essentiell wichtig. Man muss halt. Oh, scheiße. Was jetzt? Na los. Nein, 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 nein. Rettet erstmal. Rettet erstmal mein Haupthaus. Und zwar schnell. Reparieren. 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 Und zwar schnell. Ach, mein Zeichen. Sofort. Schnell. Und los. Wohin? Gut. Arbeit. Ja, immer nur Arbeit. Theoretisch bräuchte ich das mittlere Haupthaus, glaube ich, nicht, aber... Für das Gefühl ist es schön, wenn das bestehen bleibt. Auch wenn... Also es kostet mich halt gerade massiv Holz. So. Okay, jetzt kommen sie auch von unten. Wir sind hier ohne Schutz. Elende Lichtmutter. Jetzt zerlegen die hier unsere Eisenproduktion. Also was ich halt machen könnte, wäre Feuerwerfer zu bauen. Das Problem ist nur, dass wir dafür einfach viel zu wenig Holz haben. Okay, interessanterweise bringen sie dort erstmal alle Arbeiter um, so nach dem Motto, hier gibt es keine arbeitende Gesellschaft mehr. Sie sind in der Stadt. Ist natürlich keine dumme Vorgehensweise, ne? Das muss man den Hasim lassen. Das ist auf jeden Fall nicht dämlich. So, das Ding ist gebaut. Dann würde ich sagen, unsere Stadt wird angegriffen. Bauen wir da doch mal ein bisschen was.
Da kommt auch schon die nächste Truppe. Okay, also wir werden jetzt hier wirklich großflächig von allen Seiten angegriffen. Was auch echt ein kleines Problem werden könnte, aber das werden wir noch sehen. So, der ist gebaut, der ist glaube ich auch gebaut, perfekt. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder jede Menge Ork-Arbeiter, denn ich habe ganz viele irgendwo verloren. Und ich weiß gerade ad hoc nicht, wo ich noch wieder welche brauche. So, hier oben eine extrem große H7-Truppe. Ich glaube, ich habe mir die Map ein bisschen versaut, muss ich sagen. Hätte vorher das Ork-Lager bauen müssen. Ich habe zu lange gezögert. Und jetzt ist die eine Truppe von denen schon sehr, sehr stark. Mit. We need eine neue Mine. Sie nennen es eine Mine. Der von der Schmelze ist interessanterweise auch weg. Ist halt blöd, dass das jetzt gerade Lenia und Holz kostet. Also beide Ressourcen, von denen wir nicht so viel haben. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Wobei mich das halt schon wieder ankotzt. Ein Monument verliert seine Kraft. Den würde ich jetzt mal eben da hochziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich hier groß lohnt, Feuerwerfer zu bauen. Will ich eigentlich nicht. So, Donnerschlag. Veteran erhält Donnerschlag-Effekt auf Waffe, der bei Feinden zusätzlichen Schaden verursachen kann. Übrigens auch eine sehr geile Einheit, der Veteran. Deswegen bauen wir den jetzt. So, und außerdem brauchen wir noch... Hier sind noch überall Leute drin, das ist gut. Die können wir mal wieder hier reinstellen. So, du musst jetzt hier drin arbeiten. Kannst du das erst... Er kann das erst, wenn das Ding repariert ist. Okay. So, dann Punkte vergeben. Und zwar Weisheit. Was brauchen wir dafür sonst? 103 Intelligenz. Das machen wir gleich mal. Und halt 68. Zurück mit euch! Das kriegen wir aber hin, das geht. So, jetzt sind wir da so weit. Wir kommen halt hier bei Fernkampf überhaupt nicht hinterher, aber das ist dann so. Was soll ich machen? Kettenschmerz. Ist das... Ach, 45 kostet das. Ich würde es erstmal so machen. Oh je. Jawohl, Blut. Units. Zu den Tal wie wir vorhin. Was muss an die Gegner? Ich bin mir nicht sicher, ob diese paar Veteranen hier was ausrichten können. Wobei das eigentlich ganz gut aussieht, tatsächlich. Nicht schlecht. Was wollt ihr? Veteranen to the rescue. Es wäre natürlich geiler, wenn man da jetzt noch irgendwie ein paar Magier dazwischen hätte, die noch irgendwie was reißen können. Habe ich die Trommler nicht mehr, sag mal? Habe ich die nirgendwo mehr stehen?
Ja, gut. Sind mir die Trommler einfach weggestorben, ohne dass ich es bemerkt habe? Immer nur Arbeit. Für den Kraft. Sieht fast danach aus. Das ist ja sehr schade. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder Trommler bauen. Zwei Stück. Okay. Ich glaube, so langsam bin ich stabil hier. Ein kurzer Schreckensmoment, in dem man dann dachte, okay, ich habe alles verkackt. Aber das war Unsinn. Es scheint jetzt gerade ganz okay zu sein. Was jetzt? Bin müde. Du könntest mal hier mitbauen. So, da kommen wieder welche. Es kann aber auch sein, dass die dann hier lang kommen. Ja, ja. Wir bauen einfach mal ein paar Feuerwerfer. Falls sie in die Richtung kommen, werden die wenigstens schon mal ein bisschen abgelenkt. Auf halbem Weg für den Clan. Veteranen einfach sehr stark. Gar keine Frage. Was wollt ihr sonst? Arbeit, immer nur Arbeit. Aha. Ist was. Schon dabei. Ist was. Lasst uns lieber Krieg führen. So, auf da kommen sie Kommando. Wieder. Mir nach. In die Schlacht. Wenn sie hier lang kommen, stört mich das nicht. Kettenschmerz! Setzen wir den mal ein. Ich will ihn sehen. Okay, das ist mega. Das ist mega. Wie geil ist das denn? Ich meine, ich finde es schade, dass man das in der Animation nicht sieht, wenn das überspringt. Aber das ist ja mega. 144 Schaden, die auf mehrere Einheiten überspringt. Vor allem, wartet mal, steht da wie viele? Steht das? Steht das da? Wer die Chance hat, von Ziel zu Ziel weiterzuspringen. Okay, das heißt, es kann in einer Armee einfach durch die ganze Armee fegen. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Krass. So. Verbesserung ist fertig. Feuerwelle, der bis zu drei Feinde gleichzeitig trifft. Wohin? Das ist halt schon Next Level. Ja, schon das gut. Ist wirklich schon Next ist Level. Dorthin also. Da wisst ihr ungefähr, was euch gleich erwarten wird. Wo sonst? Das wächst ein bisschen nach. Wie viel Lenia haben wir hier drüben noch? Oh, nicht mehr viel. Dann kann man aber die... Ich bin die müde. Anzapfen hier. So, noch ein Holzfäller. Please. Schon dabei. Und dann bauen wir gleich Brander. Ja. Ja, schon gut. Die unsere Armee perfekt ergänzen wird. Die Orks haben halt so ein bisschen Defizit, wenn es um Magie geht. Da sind sie ja nicht besonders gut aufgestellt. Aber dafür haben sie halt Brander. Und das ist dann halt schon geil. So, mal sehen, was die Flammenwerfer hier machen. Ja. Das hält die Gegner auf jeden Fall ein bisschen auf. Nein, mein Speerträger. Das Totem hat ihn gerettet. Voll das freundliche Totem. Ich bin begeistert. So, hier brauchen wir jetzt ein paar Wildschweinzuchten. Wo sind die guten? Da. Lasst uns lieber Krieg führen. Dann geht das auch langsam mal ein bisschen voran mit der Nahrungsproduktion. So, und jetzt brauchen wir noch Hornbläser. Verstärkt mit seiner Musik die Resistenz der Orks gegen Zaubersprüche. Ist halt auch gut. Und die Trommler verstärken halt die Kampfstärke. Wenn man viel Eisen hat, kann man natürlich eher Veteranen bauen als Kämpfer. Vor allen Dingen, weil man dann auch ein bisschen Holz spart. Kämpfer sind ansonsten aber auch gut. Zwischenzeitlich hatten wir sogar, glaube ich, ein paar in der Armee. Bereit und los. So, da kommt einer. Die werden gleich wahrscheinlich aus der anderen Richtung kommen. Ich meine, das Gute ist, wir wissen, wir müssen nur eine Basis angreifen. Wenn wir die angegriffen haben, dann ist Schicht im Schacht. So, Eisen und Lenia.
Erstmal das Upgrade. Ist was. Ich bin müde. Ja, ein bisschen was. Deswegen bauen wir jetzt hier ein Mitte. Das ist ein bisschen weit weg, aber was soll's. Ist da ehrlich nur ernsthaft nur einer gekommen? Okay, und die kommen jetzt gleich alle von hier hinten. Das heißt, es wäre schon mal echt smart, wenn man die hierhin befehligt. Folgt mir. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie mich nicht vielleicht austricksen wollen. Das traue ich diesen Schweinen nämlich durchaus zu. Na los, was wollt ihr? Na los. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Das Gebäude ist quasi so. Perfekt. Jetzt brauchen wir die nächste Wildschweinzucht. Lasst uns lieber Krieg führen. Look at that. Was haben wir vorhin? Da kommt nämlich ein Trupp hier hin. Aber wir werden bereit sein. Auf meine Befehl. Vorwärts. Dear Lord, ey. Look at that. Die dürften wir mit Leichtigkeit wegkriegen. In Deckung zu den Waffen. Nicht zurückweichen. Tot den Feinden. Ah. Das springt ordentlich über. Habt ihr es gerade gesehen? Bumm, bumm, bumm. Eine interessante Frage wäre jetzt, springt das mehrfach auf denselben auch über? Das ist möglich. Wir haben 3 Units verloren, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht der Rede wert. Oh, sie kriegen Verstärkung. Shit the fuck. Bringt mir den Titanen, ich brauche ihn. Wie viele Leni haben wir da jetzt wieder? 400? Krass. Aura der Stärke. Eiswelle Stufe 15, auch so ein geiler Zauber. Der Veteran ist abgehauen. Eigenständig. Was liegt an Tour wie befohlen? Nice. Ja, durch die neuen Erkenntnisse ist das Feature natürlich nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Also, dass sie halt fliehen. Man kann trotzdem Angriffsbefehle erteilen, also sie flüchten halt erstmal nur. Aber meiner Meinung nach passt es nach wie vor nicht zu den Orks. Das sind halt wirklich Kampfbestien und da kann ich es nicht nachvollziehen, dass sie dann plötzlich aus dem Kampf entfliehen würden. Schnell. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir diese Garzeda-Familie nicht mal eliminieren können. Der Titan wird einfach zu spät kommen, ich sehe es jetzt schon. Der ist da auch noch am Bauen. Wo haben wir denn da? Was wollt ihr also? Was wollt ihr? Die beiden haben hier nichts, oder die drei haben nichts mehr zu tun. Wie wäre es denn, wenn wir hier noch irgendwo... Ah, praktischerweise kommt auch schon der nächste Trupp. Für die Freiheit! Für die Rune! Nicht so weit. Ich finde es merkwürdig, dass sie diese Feuerwelle gar nicht einsetzen. Auf mein Zeichen. Oh doch, da hat man es einmal gesehen. Schnell. Und bei denen ist halt wirklich ultra wichtig, dass man genügend Mana hat. Denn ansonsten bringen die Brande halt nichts mehr. Ich meine, klar, das ist bei jeder magischen Einheit so, aber ich fand das bei denen immer besonders auffällig. Ja, so ein paar stärkere sind hier schon.
Ich muss die mal eben ein bisschen ziehen. Zu den Waffen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Für den Clan. Ein Gegenangriff. Die Mann ist ernst. Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung. Hier. Mir nach. Für die Freiheit. Bereit und los. Ja, ich glaube, wir sollten uns erstmal um die Base hier unten kümmern. Waren das die Sandzeichner, die einfach nichts aushalten? Waren das die? Für die Freiheit! Ja, ja. Prügeln wir ihre erste Base hier down. Oh. Los, leg dich mit Ginger selbst an. Nein, Veteran, lauf! Ich meine, du würdest eh gleich laufen, aber Wayne! Silberfadenwams Schild der Wacht. Schild der Djinns. Aha. Ihr drei solltet ausreichen. Und da ist er! Der Titan der Orks. Ich mag ihn sehr gern. Vom Style her der geilste Titan, meiner Meinung nach. Kampfmagierhelm Diamant. Purpursand. Sonnenlicht. Todesschlag Stufe 13. Das ist natürlich sehr geil für uns. Den können wir direkt mal reinnehmen. Und dann können wir den mal in den Müll schmeißen. So. Wie viel Schaden macht denn Todesschlag Stufe 13? 360 in der Baseform. Das nenne ich auf jeden Fall potent. Oh. Nix da. Wir wollen hinter unsere Verteidigungslinie. Ist by the way die Frage, ob ich jetzt die überhaupt noch hier brauche. Kümmer dich mal um diese traurige Mirage, die tatsächlich vorhat, gegen den Titan alleine zu kämpfen. Folgt mir. So. Sofort. Bereit. Angriff. Für den Clan. Ein Gegenangriff. Kettenschmerz. Ein sehr ungleicher Kampf. Ja, da hat man es übrigens eben nochmal gesehen. Der zum Beispiel ist nicht geflohen, obwohl er so wenig Leben hatte, aber die KI hat ihn auch nicht, oder sie, nicht automatisch zurückgezogen. Und bei denen ist es halt wirklich manuell. Und bei den Orks ist es automatisch. Aber damit ist das Thema jetzt auch, glaube ich, zu Genüge ausgereizt worden. Ansonsten finde ich eine relativ, ich sag jetzt mal, unspektakuläre Map. Also, ich weiß nicht, die hätte man auch skippen können. Also, die hat jetzt, finde ich, nichts Neues zum Spiel dazu gebracht. Die H7 hätte ich jetzt auch nicht zweimal nacheinander irgendwie bekämpfen müssen, wenn man jetzt mal von Empyrea absieht.
meinen Befehl. Ich bin schon auf halbem Weg. Ich rieche Blut. So. Da ist noch eine Truhe mit einem Organon. Okay. Hier ist noch eine Wache. Es könnten hier überall noch Truhen sein. Auf meine Hand. Für die Rune! Generell müssen wir uns hier halt noch ein paar Dinge angucken. Denn dieses Land birgt bestimmt noch. Was liegt an der Wohl? Das ein oder andere, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Hier sehe ich keine Truhen mehr, die ich nicht gelootet habe. Können wir ad hoc was Besseres nehmen? Wir könnten das Organon sogar nehmen. Intelligenz und Weisheit plus 30 ist halt... Das ist enorm. Ich meine, das Problem ist natürlich, wir sind dann... nicht mehr ansatzweise so stark im Nahkampf. Mich würde da nämlich aber gerade was anderes interessieren. Sonnenrobe. Die ist auch nicht schlecht. Weisheit 26, 24. Intelligenz halt ein bisschen weniger, aber dafür Ausdauer reichlich. Und die Resistenzen finde ich sogar besser. 1500 Leben plötzlich. Fernkampf 9, Rüstung der Elite-Schützen. Edler Turban. Da finde ich aber, glaube ich, die, die wir gerade aufhaben, finde ich da, glaube ich, ganz gut. Ring der Geschicklichkeit. Ich warte hier eigentlich ehrlich gesagt auf dieses auf diesen Sonnenlichtring. Wie sieht's eigentlich mit dem Questbuch aus? Vernichtet nun die geschwächten Gazeda-Lager. Das gilt auf nicht mal als Befehl. Zerstört, ja? Schnell. Das reicht dir noch nicht? Wie sehr soll ich die denn noch zerlegen? Ja, ich würde das jetzt mal probieren, weil das Geile ist natürlich, wenn ich jetzt... Wir probieren das mal aus. Wie viele Skelette kann ich beschwören, ohne dass mich das stört? Von der Regeneration, meine ich. Weil die Regeneration müsste jetzt massiv gestiegen sein. Dadurch, dass wir Weisheit einfach bei 123 haben. Oder warte mal, das war Intelligenz, ne? Ja. Intelligenz haben wir fast 200 jetzt.